bin Pascal Klewinka, 20 Jahre alt und komme aus Weißenturm. Sleep is nice at the Chateau. Visualize it, I'll give you something to do. Coach, coach, wherever we go. Visualize it. Ja, mein Großvater hat früher auch geturnt gehabt und dadurch bin ich so ein bisschen zum Turnen hingezogen worden. Hab dann auch relativ früh mit dem Turnen angefangen, mit 5 Jahren. Und erstmal natürlich mit dem Kinderturnen. Und dann bin ich schon in die Leistungsgruppe aufgestiegen, sage ich mal. Und bin seitdem jetzt dabei geblieben. Also eigentlich, alle sagen immer, mein Lieblingsgerät wäre das Sidepad. Im Prinzip stimmt es auch. Nur es ist halt richtig, richtig lästig. Du musst immer voll konzentriert dabei sein. Du musst dich so auf die Teile fixieren. Wenn einmal die Schulter ein bisschen falsch ist, ist das bei mir so, ich fall direkt runter. Muss natürlich nicht so sein. Man muss natürlich da auch extrem viel kämpfen. Ist im Prinzip, das Sidepad ist im Prinzip wie der Schwebebalken bei den Frauen. So kann man sich das vorstellen. Da fällt man halt relativ schnell runter, aber man braucht halt sehr viel Training, um da wirklich freizukommen. Ja, die ganze Atmosphäre hier in Koblenz ist natürlich einer mit der Hauptgründe, weswegen ich noch so lange dabei bleibe. Hier meine Teamkollegen mit zu erwähnen, zum Beispiel der Angelo, der Tim, der Ivo, der Tom. Also ich könnte jetzt im Prinzip alle nennen, aber jeder weiß wahrscheinlich, wer alles im Moment im Team ist. Und das ist natürlich ein Hauptgrund, weswegen ich noch so lange turn. Für die Saison wünsche ich mir jetzt persönlich natürlich, dass ich die Mannschaft weitestgehend unterstützen kann. Wir sind ja ein Team und da ist es natürlich wichtig, jetzt weit oben in der Tabelle uns ansiedeln zu können. Schon zu Beginn der Saison ist natürlich sehr schwierig, weil wir am Anfang der Saison unsere mitunter schwersten Wettkämpfe haben. Aber wenn die erstmal erfolgreich absolviert worden sind und wir eigentlich gute Leistung gezeigt haben, bin ich eigentlich relativ zuversichtlich, dass wir uns, ja, ich sag mal, im oberen Drittel der Tabelle ansiedeln können. Fans, ihr seid spitze. Also ohne euch wird das überhaupt nicht so viel Spaß machen, dieser Wettkampfsport. Und kommt einfach uns in der Saison besuchen und habt Spaß bei den Wettkämpfen. Und wir freuen uns natürlich riesig, wenn ihr da seid. In welcher Rolle siehst du dich in dem Team der KTV? Als Außenseiter. Außenseiter. Also ganz klar, Außenseiter. Außenseiter? Ja. Das ist ja so der Loser in dem Team. Genau. Okay. Ja. Gut. Danke. Und ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit habe ich